Hallöchen, ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Grobi. Ja, Stimme ist so langsam echt wieder da. Und ich habe mich mal zum Teddy geschleppt. Ja. Und was ich da so gekauft habe, zeige ich euch. Ich habe mir hier so eine Jogginghose für 4 Euro statt 7 Euro mitgenommen. So für zu Hause habe ich mir gedacht, so. Ja, ist egal, wie die aussieht. Hauptsache ist bequem. So, dann habe ich mir hier diese Haftbandagen für 65 Cent mitgenommen. Ich nehme die immer als Pflaster. Wenn ich mir hier so die Finger aufgeknabbert habe, dann mache ich da ein bisschen Salbe drauf und diese Bandage rum. So, das ist wirklich immer ganz gut. Das hält gut, auch wenn es nass wird. Ja, und meins war alle, deswegen habe ich das mal mitgenommen. So, was haben wir denn noch? Wir haben ja so viel durcheinander. Ich habe mir hier Perlen mitgenommen für 2 Euro, weil die sehen aus, als wenn die ein ziemlich großes Loch haben für meinen Draht. Habe ich mir gedacht, dass ich die da vielleicht drauffädeln kann. Muss ich ausprobieren. Dann habe ich mir natürlich auch Draht mitgenommen. Hier 30 Meter für 1 Euro. Dann 2x 20 Meter für 1 Euro. Und irgendwo habe ich hier nochmal Draht. Hier habe ich nochmal Draht. Nochmal 2x 20 Meter für 1 Euro. Da habe ich so kleine Herzen von machen. Irgendwas? Ja, und hier nochmal Basteldraht, 30 Meter für 1 Euro. So, dann habe ich, oh, haltet euch fest, guck mal, diese süßen Servietten mit dem Hasi für 1 Euro. Der ist so süß. Ja, musste ich mitnehmen. Musste mit. Und dann habe ich hier diese Bilderrahmen für 1 Euro gefunden. Und ich male ja momentan gerade so Aquarellbilder. Nicht lachen. Hier sowas zum Beispiel. Süß, oder? Aber ich habe auch mal versucht, sowas zu malen für Ostern. Und da habe ich mir gedacht, wenn man hier so kleine Rahmen hat, da kann man ja mal so kleine Aquarellbilder malen. Na, komm raus. Kriegt man da Aquarellpapier reingeschoben? Ja, ich glaube schon. Wartet mal, jetzt habe ich das Oberteil davon weggeschmissen hier in meinen Papiermüll. Hier war nämlich irgendwas, dass man die aufstellen kann. Wahrscheinlich, wenn man das hier auseinander macht. Ich will das nicht kaputt machen. Hier können wir von vorne gucken. Wartet, wartet, wartet. So. Ah, und dann kann man das hier so reinpacken. Hier so reinschnippen und dann kann man den sogar so hinstellen. Cool. Für 1 Euro habe ich mir gedacht, nehme ich mal mit und dann versuche ich mal so 2 so kleine Bilder zu malen. So, ach, dann habe ich hier noch so Häschen entdeckt. Für 1 Euro, guckt mal, sind die süß. Ist so ein bisschen Kleber dran und so, aber wenn man hier noch so ein bisschen Glitzer drauf macht, fand ich süß. Und dann gab es natürlich auch noch den Jungen dazu für 1 Euro. Dann nehme ich mir immer hier diese Haargummis mit. Die liebe ich ja. Aber irgendwann sind die oll und ausgeleiert. Dann müssen wir wieder ein paar neue hin. So, ich weiß nicht, ob ich die schon mal mitgenommen habe. Das sind so Pailletten in so Blümchenoptik. Aber so für Schüttelkarten übers Jahr, so im Sommer, Frühling, Ostern, sind die doch cool. Hab mir noch so Fingerschwämmchen 3 Stück für 1 Euro mitgenommen, weil meiner für braun, der ist schon irgendwie
Der fusselt nur noch. Da ist, glaube ich, da ist gar nichts mehr dran. So, was haben wir noch? Da haben wir noch ein bisschen Deko gekauft. Für 1 Euro. Ich glaube, die habe ich letztes Jahr auch schon mal mitgenommen jeweils. Und die klingeln so schön. Die fand ich schön. Für einen Osterstrauß. So. Hier habe ich für 1 Euro mal so Glitzersteine mitgenommen. Da ist mal so ein bisschen was anderes drauf. Hier sind so Herzen, die sind so geprägt. Und hier ist auch so geprägt mit Blümchen. Hier ist so eine Rose in der Mitte. Hier sind so Blümchen. Ja, und die Halbperlen hier sind auch nicht ganz so hoch. Ja, Herzchen ist jetzt, naja. Aber der Rest ist ganz schön. Herzchen kann man auch noch irgendwo benutzen. Dann habe ich mir 2 Bügelbilder mitgenommen. Ich hatte mir nämlich so langärmelige Pullover, na, so dünne Pullover gekauft, wo ich was drauf plotten wollte, aber mir fällt einfach nichts ein, also Anspruch oder so. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht wenn ich so ein Blümchen dazu mache und irgendeinen Kleinspruch drunter, dann sehen die nicht mehr ganz so langweilig aus. Und die Blümchen fand ich ganz schön. Und für 1 Euro ist es nicht so schlimm, wenn ich sie liegen lasse und das auch wieder nicht tue. Naja, einmal bunte Briefumschläge. Für 1 Euro, da sind 20 Stück drin, 90 Gramm in C6. Gerade jetzt so für Oster, für die Osterpost. Aber obwohl ich ja eigentlich zu Ostern diesmal Karten, Postkarten verschicken will. Mal gucken. Und dann habe ich noch gefunden, hier voll süß, so eine Osterstecker für 1 Euro. Könnt ihr das sehen? Das ist einmal hier so ein Hasi-Mama in so einem Ei mit Hasenohren und Füßen. Fand ich voll süß. Und hier ist nochmal so Hasenpapa. Richtig goldig. Und ich habe mitgenommen FFP2-Masken, 4 Stück, weil, fragt mich nicht warum, aber ab Februar müssen die im Verbandskasten sein, 2 Stück. Wahrscheinlich jetzt, wo keiner sie mehr tragen muss und sie noch so viele haben, haben sie sich gedacht, wie werden wir die noch los? Also bringen wir mal ein Gesetz raus, dass sie in den Verbandskasten im Auto müssen. Für mich vollkommen unverständlich, aber es ist so. So, das war's. Das war's. Ich war mal beim Teddy, ja. Ich weiß gar nicht, warum. Ach, ich wollte gucken wegen so einer großen Tasse. Ich hatte mir zu Weihnachten diese riesengroße Tasse gekauft. Und mein Sohn war so scharf drauf, da wollte ich mal gucken, ob es noch mal so große gibt. Aber da stand dann nur beste Mama und bester Papa. Das passt nicht für meinen Sohn. Sonst hätte ich die ja mitgenommen für 6 Euro. Aber nee. So, jetzt heißt es wieder den ganzen Kram wegräumen. Gerade das Osterzeug. Mal gucken, ob in meiner Osterkiste überhaupt noch Platz ist. Guti. Stimme will schon wieder nicht mehr. Also, bleibt mir schön gesund. Nächstes Mal mache ich ein Kraft-Update, aber das ist mittlerweile so viel geworden und es ist überall verteilt. Teilweise habe ich sogar nur noch Fotos davon, weil es schon wieder verschenkt ist. Also, bis zum nächsten Mal. Bleibt mir alle schön gesund. Liebe Grüße, eure Grobi. Tschüss.